Der ist tot, die sind tot, ihr seid alle tot. Und das ist ein Bogenschütze. Da ist noch ein Bogenschütze. Hier ist ja alles voller Bogenschützen. Ich will mit der versteckten Klinge kämpfen. Okay. Weiß ich, also ich finde sowas sehr viel angenehmer. Du hast ein Problem. Hey, ich hab dir die Moral gebrochen. Ihr seid solche Penner, dass ihr das immer machen müsst. Das kommt dann nicht mehr raus. Ne, auf euch hab ich keinen Bock mehr. Geht's noch? Auf Wiedersehen. Action-Sicht. Ich bin schneller. Die sind ja gut. So, um mich auch ja zu zeigen. Ich möchte mich eigentlich irgendwo weiter oben verschanzen. Bisher geht das ganz gut. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine versteckte Klinge, die ich hier in einem Geweide. So. Langsam dürfte ich ja auch relativ hoch sein. Und da geht's auch tief runter. Damit könnten wir den ganzen Kampf ein wenig beschleunigen. Vielleicht dauert es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Stirb. Du gehörst mir. Stirb? Ah, jetzt stirbt er. Schwer hat eine größere Reichweite. Und jetzt hier nicht immer wegrutschen von der Shift-Taste. Ich glaube, dem geht's nicht mehr ganz so gut. Aber wir haben ihm ja gerade einen Einlauf verpasst. Also muss es dem ja bald besser gehen. Ja, Lauf? Nein. Bereue deine Sünde. Verflieg dich wie eine Ratte. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich bin ungesehen. Komm, jetzt kämpfe ich mich hier eben schnell durch. Ich habe ihn, er ist hier. Bleib stehen, ihr könnt nicht entkommen. Ich glaube, er ist tot. Offen. Also haben sie unsere Offerte verstanden. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Ja. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Tschüss. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule fort zu aktuellerem Gedächtnis. Also er ist immer noch sehr gut auf uns zu sprechen.
Ich glaube, ich werde jetzt einfach nach Masyaf zurückreiten. Nein. Ich sag dir, ich werde zurückreiten. Zum Königreich. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. So, dann dürfen wir da ja erstmal schön. Zack. Ich möchte nicht gerne noch einmal durchs Königreich durchreiten und einen Aussichtspunkt einnehmen, zu dem ich sonst nie komme. Er scheint sehr in Eile. Ja, warum bin ich in großer Eile? Autsch. Einfach nur, um dich zu nerven und zu ärgern, dass ich deine ganze Ware kaputt gemacht habe. Darum. Nein? Ich habe aber noch viel, viel mehr. Ja, das interessiert mich aber nicht. Ich möchte jetzt hier erstmal. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren! Oh, da ist eine Flagge. Ah, ich kann mir hier einen Vorsprung festhalten. 16 von 100 ist ja eine relativ schlechte Ausbeute. An für sich gibt es hier 33 im ersten Abschnitt. Fallen nach vorne hinten. Oh, du bist ein Langweiler. Da geht's ins Königreich, das heißt, ich laufe jetzt hier mal an der. Wow, knapp. Knapp daneben, nicht getroffen. Muss ich nochmal zielen lernen. Ich laufe jetzt hier an der Mauer entlang. Entschuldigt, dass ich mich eben räuspern musste. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Ich glaube. Der ist tot. Fällt dir früh ein, dass du mal strauchen könntest. Zack. Und zack. So kann man die Leute nicht auch ablenken. Ups. Das tut mir aber leid. Das habe ich leider übersehen. Suche zu den Kastraten. Penner. Du willst Penner. So sein, aber deine Niederlage ist. So. Noch einer von euch Pennern hier. Du entkommst hier nicht! Ja, noch einer von euch. Ich habe gerade drei deiner Leute im Schnelldurchlauf kalt gemacht und dich jetzt auch. Und es interessiert dich irgendwie nicht. Du willst nicht mehr abhauen. Du bist ein richtiger Langweiler. Hüa! Hü und ha und renn bloß. Ich bin schneller. Aber Jerusalem, ich komme wieder. Könntet ihr das bitte lassen? Könnten wir, deswegen sind wir jetzt ja auch schon weg. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Rufmesser, Rufmesser, Rufmesser. Ja! 1600. Wir waren auch schon so lange nicht mehr unerkannt. Also so lange gesucht. Ich möchte wahrscheinlich den noch mitnehmen, genau, und den da hinten. Also es sind noch zwei Aussichtsposten, die ich mitnehmen möchte. Ihr habt mich ordentlich erschreckt. Oh, bist du so schreckhaft? Wollen wir mal einen Horrorfilm gucken? Ja, ja, töten, mach das ruhig, mach das ruhig. Ich weiß nicht, am Dienstag habe ich glaube ich noch einen Termin frei, da könnten wir das mal klären, wer hier wen tötet.
heute ist ja gerade Dienstag. Also hätten wir es auch direkt klären können. Warum sagt mir das denn keiner? Oh, oh, oh. Ja. Hier irgendwo geht's doch gleich zu dem Aussichtsposten. Das dürfte dann hier irgendwo sein. Da oben ist er. Da denn jetzt so schnell hin? Boah, ich will das Pferd ja auch nicht zu Schanden reiten. Also gut, das Problem, wie man da hochkommt, wäre jetzt geklärt. Bleibt mir noch das Problem, wie man da ungesehen reinkommt. Was steht hinfort, Bettler? So kommt man da ungesehen rein. Und wie kommt man da jetzt ungesehen rauf? Es gäbe zwei Möglichkeiten. Entweder ich metzel mich hier durch und schmeiß die alle hier die Klippe runter. Oder ich versuche das ganz still und heimlich. Nein, ich will da nicht auf das Pferd wieder rauf. Ich muss gleich mein Schwert ziehen können. Ah, hier ist eine Flagge. Ich glaube, einfach nur um das, also um diesen kleinen Part hier ein wenig aufregender zu machen, metzel ich mich hier durch. So, und mit dem da vorne fange ich an. Über die versteckte Klinge natürlich. Wenn der nächste da ankommt, erwische ich ihn da und ja, so und... Also so metzeln ist das jetzt noch nicht. Ja, das interessiert ihr gar nicht, dass ich hier gerade eben zwei Leute umgebracht habe. Haltet den Assassinen! Ja! Glaubt ihr mich abschütteln zu können? Nein, ich will da runter. Ah ne, jetzt kommt gleich, glaube ich, der nächste. Ich will nicht auf dieses verdammte Pferd. Nö.